Ich sag's euch, der heißeste Sommer seit was weiß ich wie vielen Jahren. Alle sitzen irgendwo, baden und schwitzen, nur einer gleich nicht mehr. Ich mach mich nämlich heute für Benig Verbet auf die Suche nach einem richtig kühlen Plätzchen. Wartet, ich zieh mich noch schnell um. You're as cold as ice. Das ist ja der Mann für die heißen Tage. Thomas Dremmel. Thomas, unsere Kamera. Thomas, sag mal, was kriegt man von dir alles? Im Prinzip alles. Crash, Würfel, Eisaufbauten, Firmenlogos, alles von A bis Z. Alles ausgefroren im Wasser. So soll das sein. Thomas, jetzt fahren wir aber irgendwo hin, wo es ein bisschen kühler ist, okay? Vorwärts! Hier ist es richtig schön angenehm kühl. Wir sind hier in Thomas seinem Kühlhaus und brauchen jetzt natürlich unser Eis. Oh, ist das schwer. 115 Kilo reines Eis. Thomas, wie viel Grad hat es denn hier wirklich? Oh, so minus 12 Grad. Jetzt machen wir es uns gemütlich hier. Ja, machen wir. Okay. Also wir bearbeiten unseren Eisblock als allererstes mal mit einer richtigen Motorsäge. Sowas bitte zu Hause mit den Eiswürfeln nicht nachmachen. Und Thomas, du hast ja noch ganz andere Gerätschaften. Was gibt's da noch? Machen wir jetzt mit diesen japanischen Handsägen, machen wir jetzt gerade Flächen. Jetzt stapeln wir die zwei Säulen und dann machen wir was draus. Ja, wir verraten noch nicht was. Nein. Also, Überraschung. Weiter geht's. Thomas, du machst ja die verschiedensten Eisskulpturen. Wie lange hält dann so ein Ding? Bei Raumtemperatur um die 12, 14 Stunden. Also wenn du mir jetzt einen riesen Eisbären schnitzt, kann ich den 14 Stunden bei mir ins Kinderzimmer stellen? Auf alle Fälle. Okay. Oh, Vorsicht, warte, ich helfe dir. Ich möchte ein Eisbär sein. Im kalten Polar. Thomas, was hast du denn da jetzt dabei? Das ist ganz einfach, ist Leitungswasser, mit dem müssen wir diese zwei Blöcke jetzt zusammenfrieren. Das ist alles. Alles. Ob ihr es glaubt oder nicht, um Flächen bei Eisskulpturen richtig glatt zu machen, nimmt man einfach ein heißes Bügeleisen. Keine Angst, es geht nicht kaputt, das Eis. Ich mache nur mit dem Feuer die Oberfläche ein bisschen schöner. Ah, fertig. Ein echter Künstler muss sein Werk natürlich auch signieren. Und hier seht ihr meine Palme aus reinem Eis. Fertig. Und Thomas, was ist das? Liegestuhl aus Eis für dich. Super. Oh, vielen Dank. Da ruhe ich mich gleich ein bisschen aus. So. Oh, gemütlich. Ich sag's euch, ich glaube, ich habe weltweit den kühlsten Platz unter einer Südseepalme gefunden. Nimm einen heißen Tee. Kann ich gut gebrauchen. Thomas Dremmel, vielen Dank. Und ich sag's euch, langsam wird mir ein bisschen kalt. Bis zum nächsten Mal bei Benig Verbet. Ciao. Hallo.